Frankfurt und Dortmund sind in der Bundesliga die Mannschaften mit dem erfolgreichsten Angriff. Und so gab es im Waldstadion Angriffsfußball zu sehen. Wobei Dortmund zunächst überlegen war. Die erste Möglichkeit durch Chapuisat. Die Dortmunder liefen zunächst mehr im Mittelfeld, zerstörten früh Frankfurts Aufbauversuche. Und so dauerte es 20 Minuten, bis auch die Eintracht zu Chancen kam. Wie hier durch Yeboah. Der Eckstoß von Möller. Roth gewinnt das Kopfballduell und dann steht Weber völlig frei 1:0 nach 20 Minuten. Ein Treffer, der den Spielverlauf auf den Kopf stellte. Denn in der ersten Halbzeit war Dortmund die bessere Mannschaft und wäre auch zum Ausgleich gekommen, wenn Uli Stein nicht mehrfach glänzend gehalten hätte. In der zweiten Hälfte stellte Stepanovic um, brachte Studer für Jörn Andersen und nun lief es besser. Studer und Ralf Weber wirbelten am linken Flügel und Lothar Sippel, der von seinen Defensivaufgaben etwas befreit war, erhöhte in der 55. Minute auf 2:0. Die Eintracht war nun klar spielbestimmend und bestimmender Spieler der Eintracht war der Mann, der von der Bank kam, Stefan Studer. In der 71. Minute zog er ab, im Nachschuss markierte Andreas Möller den 3:0 Endstand. Letztlich ein verdienter Eintracht-Sieg gegen eine starke Dortmunder Mannschaft. Ja, Lothar, eigentlich können Sie von Glück reden, dass das vierte Tor von Andreas Möller nicht gegeben worden ist, denn dann wäre er vorne in der Torschützenliste. Sie haben 6 erzielt, Andi Möller ebenfalls 6, davor ist glaube ich nur Tönnies von MSV Duisburg. Ja gut, Tönnies hat 7, ich meine, aber so eng sehen wir das nicht, dass wir jetzt irgendwie die Tore halt eben uns klauen gegenseitig, weil wir spielen miteinander und wer da die Tore letztendlich schießt, das ist wirklich egal. Auf welcher Position spielen Sie nur am liebsten? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich spiele momentan da halt eben, wo mich der Trainer hinstellt. Aber ich glaube schon, dass ich im rechten Mittelfeld momentan meine Position sehe. Hinter den Spitzen, dass ich halt eben vorne reinstoßen kann. Und es wäre gut, wenn ich die halt eben beibehalten könnte.